Und heute ist die erste Steuerungsgruppe in dieser Periode der neuen Regierung, wo sich alle Fraktionen und auch alle Geschäftsgruppen der unterschiedlichen Stadträte treffen, um über Menschenrechtsthemen auch zu diskutieren. Und diesen Anlass habe ich auch genützt, um zu einem Pressestatement auch einzuladen, um einerseits ein paar aktuelle menschenrechtliche Themen auch anzusprechen und zweitens auch ein bisschen einen Rückblick zu geben. Ich möchte mich vor allem auf das Thema Kinderrechte fokussieren, weil die Frage von Kinderrechten ganz essentiell ist für die Menschenrechte. Und wir in vielen Bereichen sehen, dass die Rechte von Kindern nicht so geschützt werden, vor allem von der Bundesregierung und vom Bundeskanzler, wie es eigentlich notwendig ist. Wir haben das im Zuge der Abschiebungen auch gesehen, wie hier umgegangen wurde und dass zu wenig auf die Frage der Kinderrechte auch geachtet wurde. Da gibt es ja jetzt eine bundesweite Kommission unter der Führung von Irmgard Gries, die ich sehr begrüße, wo wir auch schon sehr gespannt sind, welche Ergebnisse kommen. Aber welche Ergebnisse auch immer kommen, wir sehen als Stadt Wien und ich als Stadtrat drei Themenbereiche der Kinderrechte, die dringend auch besser verankert werden müssen auf Bundesebene. Wir müssen die Kinder- und Jugendrechte erstens stärker im Asylgesetz verankern. Wir brauchen zweitens ein humanitäres Bleiberecht für Kinder und Jugendliche, die auch in Österreich geboren wurden und oder gut integriert sind. Und drittens, ganz wesentlich, das Prinzip Obsorge ab Tag 1. Heißt, dass unbegleitete minderjährige Flüchtlinge auch ab Tag 1 die Obsorge durch die Kinder- und Jugendhilfe bekommen sollen. Das ist jetzt leider noch nicht so und bringt deshalb große Probleme. Es ist relevant, die Kinderrechte zu stärken und das nicht nur in Wien und in Österreich, sondern auch, wenn man sich anschaut, wie noch immer die Lage in Europa ist, auf manchen Flüchtlingslagern, in Griechenland zum Beispiel, wie Kinderrechte auch mit Füßen getreten werden, erneuere ich auch hier wieder die Aufforderung an die Bundesregierung, nämlich dass Wien auch bereit ist, 100 geflüchtete Kinder auch aufzunehmen, um ihnen auch eine Perspektive in Österreich zu geben. Leider fehlen mir da vom Bundeskanzler und von der Bundesregierung klare Worte, wenn es um Menschenrechtsverletzungen geht. Es ist vor allem für Kinder wichtig, hier eine Perspektive zu geben und vor allem, wenn man von Nächstenliebe spricht, das ist ja für Christlich-Soziale durchaus ein Wert, dann darf sich diese Nächstenliebe nicht auf Momente beschränken, wo man sich selber in den Spiegel schaut, sondern Nächstenliebe ist da, um auch im Sinne von Menschenrechte vor allem Kindern zur Verfügung zu stellen und ihnen eine Perspektive zu geben. In Wien haben wir einen starken Fokus genau auf den Rechten der Kinder, ihnen eine gute Bildung zu geben mit der Stärkung vom Kindergarten. Wir haben über die Pandemie gesehen, dass Kinder besonders gefordert sind, haben deshalb auch das psychische und psychiatrische Angebot für Kinder und Jugendliche aufgebaut und aufgestockt. Es gibt im Sommer Summer City Camps, wo Betreuung auch mit Lernen und Spiel in Verbindung steht. Und ganz aktuell natürlich die Frage der Gewalt in Familien und Gewalt Mädchen und Frauen gegenüber. Das waren wirklich schockierende Morde, die hier auch geschehen sind, absolut abzulehnen und erschreckend, wie viele Morde an Frauen es auch gibt. Und das ist auch eine weitere Perspektive für Menschenrechte, nämlich Gewaltschutz in den Familien zu stärken, Frauenrechte zu stärken und vor allem Männer frühzeitig auch dahingehend zu sensibilisieren, dass Gewalt keine Option ist und nichts in unserer weltoffenen Stadt auch zu suchen hat. Thema LGBTIQ, auch ganz wichtig für die Menschenrechte. Wir sind bald wieder im Pride-Monat, das auch heuer wieder stattfinden wird. Corona-tauglich, aber es wird auch wieder eine Parade geben, weil LGBTIQ-Rechte auch Menschenrechte sind. Das sind für mich die wesentlichen Bereiche der Menschenrechte für das heurige Jahr. Ich möchte aber zum Schluss noch auf eine ganz tolle Veranstaltung und große internationale Konferenz hinweisen, die noch nicht bekannt ist. Wir werden heuer in Wien das Fundamental Rights Forum in Wien ausrichten. Das ist am 11. und 12. Oktober. Es werden über 25 Städte teilnehmen, Menschenrechtsstädte aus Europa, und wir dürfen diese Konferenz in Wien auch ausrichten. Deshalb so eine wichtige Konferenz, weil dort auch ein Rahmen, ein Framework beschlossen wird,
unter welchen Rahmenbedingungen und Voraussetzungen europäische Städte Menschenrechtsstädte auch sind. Und auf diesen Beschluss freue ich mich sehr, weil dieser von uns, von Wien und vor allem von dir auch mitinitiiert wurde, in den letzten Jahren auch ausgearbeitet wurde und wir damit auch Pionierarbeit in der Menschenrechtsarbeit leisten. Weil Menschenrechte sind nicht nur eine globale Sache oder eine europäische Sache, sondern Städte sind ganz, ganz wichtige Akteure im Bereich der Menschenrechte. Und darum freue ich mich schon sehr auf diese Konferenz am 11. und 12. Oktober, die wir hier gemeinsam ausrichten werden.